Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. We're here. Two. Genau. Der neue Problem. Der neue Raum, meine ich. Die alten Probleme. So rum ist es. Oder neue Probleme und neuer Raum und noch neuere Probleme. Allein mit durch mein Kauderwelsch. Das wird Sache. Nicht einfach. Ja, übrigens habe ich mich noch einmal kurz mit diesem Buch hier beschäftigt. Und das ganze Gedönse hier quasi mal übersetzt. Was uns in der letzten Folge ja noch so fehlte. Aber es ist halt eben nichts für dieses Rätsel hier, sondern halt eben einfach nur so eine Art Brief, sag ich jetzt mal. Das gehört wohl zur Story. Und dann würde ich mal sagen, lesen wir das einmal ganz kurz vor. Für all diejenigen, die wie wir nicht pro Englisch sind oder so 100 pro Englisch. So, pass auf. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben als in dem Moment, als ich dich kennenlernte. Und ich fühle mich geehrt, deine Liebe dafür zu erhalten. Ich wünschte, ich könnte für immer bei dir sein. Und das Versprechen deiner ewigen Liebe ist sehr aufregend. Aber das Opfer ist zu groß. Ich kann dich nicht damit durchkommen lassen. Ich kann nicht zulassen, dass du dein starkes, reines Herz zerstörst. Ich hoffe, sie würden die Dinge verstehen, die ich getan habe, um sie davon abzuhalten, diesen großen Fehler zu machen. Ich möchte, dass du dich an mich erinnerst, wie ich in dieser Sommernacht in den Rosengärten war. Ich werde dich immer lieben und ich möchte, dass du dich erinnerst, dass ich immer bei dir sein werde, auch wenn ich nicht mehr in dieser irdischen Welt bin. Liebe dich für immer. Oh, ich dich auch. Me too. Ja. Liebe Geisterfrau oder Geistermann, was auch immer. Ja. So, das ist einmal das Buch hier. Und natürlich wollen wir auch euch keine Info vorenthalten. Der Herr TZ hat mir das Bild aus seinem Buch mit den Kerzen geschickt. Weil diese Kerzen zu beschreiben ist, glaube ich, nicht allzu einfach. Also hier einmal da, Bild. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt sehen könnt. Ihr sitzt ja bei mir. Genau. Und da muss ich jetzt so die 1... Ach, da unten rechts. Könnt ihr es ja trotzdem erklären? Wenn du gar nicht weiter wissen, kannst du ja den Joker benutzen. Ja. 1. Okay. Also die 1 ist mit so einem dicken Droppel rechts runter und vorne so 2 dicken Droppel rechts runter. Hoffentlich ist es das auch nicht, dass wir das umsonst machen. Also zumindest sieht jetzt gerade keine Erze so ähnlich aus wie die Nummer 1. Kerze Nummer 2. Sieht so ähnlich aus. Hat aber am Fuß noch 2 Droppel in der Mitte. Sowas habe ich hier auch nicht. So wie die alle runterlaufen, hier das von der 1 und der 2 da oben, ne? Diesen einen langen und den einen kurzen Wachsdings. Das habe ich hier zum Beispiel gar nicht. Nicht mal bei einer. Warte mal kurz, ich habe hier noch einen Hebel, vielleicht geht der ja. Sieht zwar nicht so aus, aber probieren geht über Studier. Ob die wirklich in Reihenfolge gemacht werden müssen? Ich mache sie einfach mal alle an. Ich habe hier gerade einen Schalter aktiviert. Das ist gut. Irgendwas wird ja passieren. Okay, ich hab sie... Oh ja, ich glaube, sie sind wirklich in Reihenfolge. Weil als ich die letzte Kerze anmachen wollte, sind sie alle ausgegangen. Sehen Sie? So kann es gehen. Ja, aber ich kann da nichts erkennen. Welche Kerze die Nummer 1 davon sein soll? Mit einem so einem Tropfen an der Seite. Die haben ja alle mehrere Tropfen, nicht nur einen so einen Tropfen. Die Kerze 1 hat unten keinen Wachs. Die 2 hat bei mir unten 2 Tropfels. Da muss ich auf diese Füße achten. Ja, das solltest du auch mitnehmen. Weil das ist der einzig wirkliche Unterschied zwischen der 1 und der 2. Naja, also unten von den Füßen nicht.
irgendwie. Und das Ding ist, die Füße, die sehen alle fast so ähnlich aus. Oh Gott. Das nimmt sich in der Tat nicht viel. Komischerweise habe ich auch keine dicken und dünnen Kerzen, sind auch alle gleich dick. Weil auf dem Bild sieht man ja auch dünne und dicke. Hat er die aus dem Gedächtnis gemalt, ne? Naja, das hat er für ein scheiß Gedächtnis, Alter. Sollte sich mal so ein Fotogedächtnis anlegen. Oder ein Fotohandy kaufen. Ja. Das ist ja natürlich noch besser. So, dann machen wir hier das so. Und so. Dann mache ich das so. Und ich mache das gerade überhaupt nicht nach Freischnauze. Das ist alles gewollt. Okay, es wird wieder ausgegangen. Ja, bei 6 Kerzen gibt es aber massiv viele Kombinationen. Hab ich 6? Warte mal, ich stelle mich mal einmal hin. Nicht, dass ich irgendeine doppelt ziehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 sind das. Aber ganz ehrlich, da jetzt die Reihenfolge, das ist echt schwer. Und vor allem sind nur die ersten 3 nummeriert, danach ist free to play. Nee, wieso? Sind alle nummeriert, alle 6. Links neben der 3 ist die 4. Über der 1 ist die 5. Und links von der 5 ist die 6. Ach so, so wird das sogar das Symbol bedeuten. Gut, dann habe ich das Symbol falsch gedeutet. Entschuldigung, liebe Power-Rätsel. Ja, siehst du, haben wir schon mal ein Rätsel dieser Folge gelöst. Wir werden es auch nicht. Ja, das Rätsel war einfach. Das ist ja so doof zum Gucken. Folgen gelöst. Ich kann mich überall verlaufen. Das Ding ist, die sind ja auch teilweise alle so gerade abgebrannt. Die haben ja noch nicht mal diese Schrägen und so wie auf dem Bild wirklich. Die sind doch alle gerade. Kannst du das mit den Symbolen was machen? Ja, ich denke mal, das werden die Symbole sein, nicht die Kerze. Ich habe aber auch kein 1, 2, 3 und sowas. Ich habe hier alles unterschiedliche Symbole. Mal so ein. Sind das römische Symbole? Nee, sind das römische Symbole? Dann habe ich hier zum Beispiel ein Viereck mit einem Strich durch. Dann habe ich so ein H, das in der Mitte halt so einen H-Strich hat, aber dann halt so enger zusammengezogen. Also eher wie so ein X mit einem Strich. Dann einmal so eine Sanduhr. Dann einmal so ein Blitz. Mit einer Art Pfütze unten drunter, die so wegspritzt oder so. Denn so ein Drachen oder so ein, dieser christliche Fisch, so wie man den fast malt. Kannst du mit Sonnensymbolen irgendwie was anfangen? Also die einzigen Symbole, die ich habe, ist ein Eurozeichen beziehungsweise ein Strich mit 3 Eurozeichen. Eine Seite jetzt, ein links, ein rechts, offen und ein großes oben. Ja, so ein oben habe ich hier. Wenn Euro. Du das meinst. Achso, ich habe ihn oben verstanden. Nee, warte, mit Euro habe ich ihn nicht. Und einmal habe ich einen Haken mit einem Chili da oben drauf. Was, mit einem Chili? Cheerleader. Mit einem Cheerleader natürlich. Was, wenn da so ein Strichmännchen als Cheerleader beschreiben? Wie soll man das sonst beschreiben? Nee, ja, es ist nichts, nicht was bei den Kerzen drauf ist. Bei diesen. Nee, bei den Kerzen habe ich aber. Ist dasselbe, habe ich ja keine Symbole weiter. Hätte ja sein können, dass du noch so irgendwo Symbole hast. Ich bin ja schon mehr Zeit am Rumflitzen, also. Komischerweise habe ich aber auch in der Mitte von den Kerzen mehr Symbole als Kerzen. Ist das so ein komischer Tisch oder was ist das? Ja, das ist so auf dem Boden wie so eine Art, wenn so ein Pentagramm so unten auf dem Boden ist, so ähnlich. Nur, dass es halt eben kein Pentagramm ist. Sondern eher so ein tausendfach gemalter Stern hier. Ja, genau, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kleinen Kreisen, einen großen Kreis und 4 Kreisen unten. 4 Kreise unten? Habe ich hier zumindest auf dem Bild. 4 Punkte noch. Die Frage ist, gehört das jetzt zu Phase 1, 2 oder 3? Also eine Phase will auf jeden Fall Blut. Das Wort kenne ich noch.
Okay, mit dem Buch kann man hier nichts anfangen. De alta niditude license by the candles. Und ich habe hier schon Schalter bedient. Also muss irgendwas bei dir oder bei mir passiert sein. Aber bei mir habe ich keine Veränderung festgestellt. Vielleicht ist das gewesen, was ich hatte oben in der Decke, Ende der letzten Folge. Was da verschwunden ist und dann kam noch so ein komisches Lachen. Nö. Ich hab die Hebel erst eben gemacht. Ach so. Also ich habe nichts gehört bei mir, also. Und vielleicht ist bei mir was aufgetaucht, aber ich hab's nicht gesehen. Aber ich bin noch am Suchen. Habt ihr auch keine Symbole in meinem Altar oder so? Aber irgendwas müssen wir noch mit dieser roten und blauen Wanddeko hier anpacken. Banner, was auch immer das darstellen soll. Ja. Ja, wie gesagt, das Rote sind die Eurozeichen. Achso, da hast du das in dem Roten, das Euro-Gedönse. Ja. Warte, dann guck ich mal, ob ich das bei mir in dem Roten auch hab. Das sind drei Eurozeichen. Eins links, eins rechts, eins nach oben. Und dann halt so ein paar andere Stücke dazwischen. Aber Hauptauffälligkeit sind halt die Eurozeichen. Nee, also Eurozeichen habe ich nicht wirklich. Also nichts, was irgendwie aussieht wie ein Euro. Nicht. Hast du in deinem Roten irgendwie auch so ein Symbol, was aussieht wie eine Hantel? Nur, dass es nicht Kreise sind, sondern so eine Cs? So ein Strich in der Mitte und dann links und rechts ein C dran? Ja. Und unten ist so ein X mit Kreis. Ja, ein X mit Kreis habe ich oben links. Das ist bei mir unten direkt. Und dann geht's halt hoch, kommt wie so ein Kronleuchter und links und rechts Kronleuchterarme. Ja, Kronleuchterarme, also oder diese Köpfe, sag ich jetzt mal, die habe ich auch. Und einen so ein Kronleuchter quasi oder Mistgabel habe ich auch. Genau, eine Mistgabel zeigt nach oben und zwei kleine links und rechts. Ja, und ich habe die oberen, die Köpfe davon irgendwie beide rechts oben. Kannst du auch nicht drehen oder so, ne? Nee, ich kann nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Das ist doch doof. Das ist ein Museum hier, oder was? Anscheinend ja, weil Zaun davor ist. Aber was soll uns das denn sagen, verdammte Axt? Ich glaube, das Erste sind wirklich die Kerzen. Ja, aber ich kann bei den Kerzen keinen Unterschied feststellen. Zumindest nicht laut Bild. Warte mal. Mit den zwei Tropfen? Kann das die zwei sein? Möglich. Gegebenenfalls, ich habe keine Ahnung. Die sind alle hier so ein bisschen anders dargestellt als auf dem Bild. Oh nee, das ist glaube ich die zwei. Das könnte die 2 sein. Das könnte nicht die 2 sein. Keine Ahnung, was das sein könnte. Da habe ich die Tropfen rechts. Ich habe hier keine Kerzen auf dem Bild mit Tropfen rechts. Oder ist das die 2? Ein bisschen weiter runtergebrannt als die anderen? Nee, die sind alle irgendwie gleich hoch. Alle gleich hoch und die sind auch nicht rechts. Oder sowas runtergebrannt, nicht so wie auf den Bildern. Ich habe alle gerade. Hier unterscheiden sich minimal so ein bisschen an dem Wachs, der runterläuft, aber wirklich nur minimal. An die minimal musst du dich orientieren, leider. Aber ganz ehrlich, das ist fast unmöglich. Weil die alle so gleich aussehen und überhaupt nicht so wie auf den Bildern. Wie sieht denn die 3 aus? Ist so links ein Tropfen? Da sind 2 Tropfen, das ist ja nicht. Ist da auch 2 Tropfen übereinander? Da hast du 2 Tropfen übereinander.
da auch. Ja, toll, die haben alle immer zwei Tropfen übereinander. Und auf den Bildern gibt es nur eine Kerze mit zwei Tropfen. Aber das ist doch scheiße. Also ganz ehrlich, dass wir die Kerzen kriegen nicht hin. Du hast hier keinen Unterschied. Dann machen wir kurz Pause für eine Beratung. Dummes Gespräch. Weil hier sieht keine Kerze so aus wie auf den Bildern. Also bei dem Rätsel würde ich sagen, das ist jetzt irgendwie unlösbar. Also ich weiß nicht, wie andere das dann hingekriegt haben, aber ich sehe in den Kerzen so gut wie keinen Unterschied. Vor allem alle Kerzen haben hier irgendwie zwei Tropfen übereinander. Bis auf eine, glaube ich. Und in dem Bild habe ich nur zwei mit zwei Tropfen. Sehr interessant. Gut, liebe Paul, willst du mal kurz Pause? Ja. Gut, dann machen wir dann erstmal Pause und dann sind wir hoffentlich gleich wieder da und ja, gucken wir mal, ob was Mr. Mrs. Google vielleicht dazu sagt, weil ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Also die Kerzen sehen alle irgendwie so aus. Alle fast gleich aus, beziehungsweise absolut nicht auf ihrem Bild. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Guten Buongiorno! Da sind wir wieder. Ja, wir haben einmal kurz mal Google gefragt und haben wahrscheinlich jetzt auch die Lösung, beziehungsweise erstmal den Lösungsansatz. Also wir haben jetzt nicht nach der Reihenfolge oder so gegoogelt, sondern einfach nur nach dem, ja, nach der Hauptlösung, wie auch immer ich das bezeichnen soll. Und zwar, wird es nicht so sein, dass wir die Kerzen vergleichen sollen? So nach 1, 2, 3 so anmachen, weil es war ja schon ein bisschen merkwürdig, dass die Kerzen alle fast alle gleich aussahen und überhaupt nicht so wie das Buch oder wie die Bilder. Also konnte das ja schon mal nicht hinhauen. Aber das Buch soll wohl eine Uhr darstellen. Und man muss die Kerzen wohl so quasi nach Uhrzeiger anmachen. Toll, nicht? Ja. Und die Kerzen, die dann da eine Zahl haben, also da, wo die 1 ist, da ist dann, was weiß ich, 6 Uhr oder irgendwie sowas, ne? Also so nach der Reihenfolge, quasi nach der Uhr einstellen. Guti, Herr TZ, dann sag mal, auf welcher Uhr die 1 steht. Die Uhr steht auf 4 Uhr, die 1. Okay. Ja? 2 ist 10 Uhr. 2 ist 10 Uhr. Ja. 3 ist 6 Uhr. Ja. Die 4 ist 7.35 Uhr. Aha. Die 5 ist 1 Uhr. Aha. Die 6 ist 12 Uhr. Jo, hat geklappt. Ist der Ball. Alles klar, jetzt hab ich... Also wir haben nicht weiter geguckt. Wir haben wirklich nur mit den Kerzen geguckt. Das werdet ihr, denke ich, auch gleich merken. So, jetzt sind die Zäune bei mir weggegangen, bei diesen Wandteppichen. Und Symbole leuchten jetzt auf. Bei dir auch? Jetzt leuchten meine Banner. Okay. Also bei mir leuchtet einmal auf dem... Oh, jetzt kann ich sie anklicken, die Dinger. Kannst du das auch? Nö, bei mir leuchten sie nur. Jetzt muss ich sie irgendwie verbinden. Musst du doch eigentlich auch machen können, oder nicht? Räume sind grundverschieden. Achso. Also wenn ich sie jetzt in der Mitte verbinde, oder wenn ich einige Symbole verbinde, hast du doch in der Mitte einmal ein großes Viereck und auf dem roten einen großen Kreis. So. Und bei den blauen zum Beispiel bin ich gerade, wenn ich die einzelnen Symbole verbinde, male ich in diesem großen Feld quasi ein neues Symbol. Ach so, das neue Symbol muss halt so aussehen wie bei mir. Das kann möglich sein. Also bei den blauen habe ich als Startsymbol ja so eine Wellenlinie, sag ich jetzt mal. Ja, schwer zu beschreiben. Also ich habe oben habe ich zwei Kreise als erstes, von oben und unten. Zwei leere, zwei kleine.
Die sind mit einem U verbunden, ja. Was, zwei Kreise? Ich kann nichts mit zwei Kreisen verbinden. Also ich habe ein U in der Mitte. Nur ein U? Und am Ende von den beiden U's. Wieso jetzt zwei U's? Ich denke ein U. Ja, an dem Ende von dem U sind zwei Kreise. Hä? Wie soll ich denn an dem Ende jetzt zwei Kreise ran machen? Wir sind aber noch beim Blauen, ne? Ja. Naja, ich habe jetzt ein U drin mit zwei Kreisen, aber ich habe da unter dem U ja auch gleich was drin, aber auf dem Weg dahin male ich ja schon. Ja, nach unten hin ist das so ein Angelhaken. Ja, einen Angelhaken habe ich jetzt auch. Und da in der Mitte ist er so ein Querstrich, aber der ist links und rechts abgeknickt. Ja, das habe ich ja schon gesagt, wie so eine Wellenlinie. Das habe ich jetzt auch. Und das dann geht noch ein Kreis vom U hoch mit so einem Kreis im Kreis. Okay, also da ist in der Mitte von dem U ein Kreis im Kreis. Ja, alles klar, ich hab's, wir können zum Boden. Gut. Okay. Das Rote ist das, was ich sagte mit den ganzen Eurozeichen. Ja. Also mein Startsymbol ist quasi das X mit einem Kreis. Alles klar. Dann gehst du nach ganz oben? Nee, du musst mir die Symbole sagen, die sind bestimmt unterschiedlich angeordnet. Ach so, dann kommst du erstmal so ein Kreuz. Großes. Wo noch ein kleiner Strich drunter ist? Ja. Also jetzt ein gerader Strich, jetzt nicht abgeknickte Striche. Ja. Der gerade, ja? Ja. Geht ziemlich weit nach oben. Ja, habe ich. Und oben hast du denn dieses Eurozeichen nach oben? Ein großes? Ein Eurozeichen? Ich habe nichts mit Euro. Oder halt so ein quasi mit Strich, die in der Mitte durch sind. Und mit zwei Bobbles. Nee, ohne Bobbles. Hä? Das sind Dreizack. Ja, aber das kann ich nicht anwählen. Das kann ich nicht nehmen. Oder also muss ich, warte mal, oder muss ich zuerst das und dann das? Okay, ja, warte, ich hab's, ja, das nächste. Und dann hast du links und rechts auch noch so eine kleine. Was habe ich ihm noch gesagt? Pizza. Bei Dreizacks in der Mitte, was? Also nochmal so ein. Nee, hä? Du hast X mit Kreis, dann geht der große Strich nach oben zum ersten Dreizack quasi. Ja, weiter. Und dann hast du, darunter hast du ja noch diese anderen beiden Striche. Einen länglichen, einen langen Querstrich und einen kurzen Querstrich. Ja. Und da drunter gehen dann auch nochmal zwei Striche weg mit nochmal zwei Dreizacken, ein links und rechts. Achso, dieser kleine Hantel, sage ich jetzt mal. Jo, hab ich. Oh Gott, mein Stern, mein Boden brennt. Hat gebrannt. Sehr schön, jetzt habe ich wieder neue Sachen. Ja. Ah, das sieht irgendwie total cool aus. Jetzt fliegen hier Funken rum. Jetzt wenn du hab das ich jetzt sehen könntest. So, mein Boden brennt, da ist Lava oder so drin. Oh Gott. Jetzt kann ich von den Mittelding irgendwas verschieben oder so. Nein, ich kann diese. Was war das da? Ich kann jetzt die Symbole zum Leuchten bringen. Du musst mir jetzt irgendwelche Symbole sagen oder sowas. Ja, da gibt es, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Wir müssen rausfinden, was der Anfang, was das Ende ist. Ja. Oder irgendwas. Ja, das finde ich mal raus. Also, ich habe hier einmal ein X. Wo ist es da? Mitten im Querschnitt noch. Ja, dieses zusammengezogene Haar quasi. Ja, hab ich. Ist an. Und das musst du hinziehen zum Viereck mit zwei Knicken drin oben. Wie hinziehen? Ich kann es nur zum Leuchten bringen. Ich kann es nicht ziehen. Leuchten. Sieht aus wie eine Zeitung. Symbol so. Was, wie eine Zeitung? Auf jeden Fall Viereck oben und ein Knick ist. Achso, ja, ja, hab ich. Von da aus wärst du denn zum. Ach doch, was ist da denn? Das ist ja fast identisch aus. Zwei. Wie kann man das sagen? Zwei Blitze. Ineinander so. Was? Zwei Blitze?
Also du meinst einen Blitz und so eine Pfütze quasi, wo der Blitz reingeht? Nein. Pass auf, dann machen wir daraus ein Viereck. Und dann links, rechts, oben, unten gehen jeweils noch zwei weg. Sieht also aus wie so zwei X'e übereinander? X, so drei Dinger halt. Was mit drei Dinger? Also sind das zwei X'e oder nicht? Ja, zwei X'e. Ja, okay, gut. Siehst du, guck, warum kompliziert, wenn es so einfach geht. Ja. Und jetzt fahren wir zum Fisch, aber. So, ist dann der Fisch. Welcher Fisch? Da ist der Fisch, hab ich. Und vom Fisch fahren wir zu der Wolke mit dem Blitz. Scheiße! Oh Mann, ich habe aus Versehen doppelt geklebt. Oh, fuck. Was war das erste? Das erste war ein Haar, ne? So, einmal dieses Haar. Was war das zweite Symbol? Das zweite das war... Das Viereck, glaube ich. Knicken, genau. Genau. Das dritte? Zwei X'e. Zwei X'e, wo sind die? Ja. Das vierte war der Fisch. Fisch und dann der Blitz, ne? Okay, hat sie. Dann kommt die Eieruhr, die auf der Seite liegt. Hab ich? Weiter? Dann fahren wir rüber zum... Was ist das denn? Ach Gott. Ein X. Ein großes und zwei Vierecke, so links und rechts in den Ecken. Oh, dann bestimmt das. Und dann haben wir so einen Lolli, der in der Mitte gerutscht ist. Den hast du zum Schluss. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, also muss es irgendwas richtig gewesen sein. Macht das Symbol, was jetzt hier bei mir brennt, jetzt Sinn? Also bei mir ist jetzt nichts weiter passiert. Ich guck mal, ob meine Tür aufgegangen ist. Jetzt leuchten auf einmal auch die Kerzen wieder. Die waren zwischendurch auf. Ja, meine Tür ist auf. Sehr schön. Halleluja! Mit Hilfe des Internets den Rest gelöst, das ist doch nice. Ja, die Uhr, das war gemein, ne? Ich habe uns so auf die Form konzentriert, dass wir die ja. Uhr... Ja! Und dass da aber irgendwas faul ist mit den Kerzen vergleichen, das habe ich mir schon gedacht, weil alle Kerzen gleich aussahen. Okay, meine Tür ist wieder zu und ich bin in so einem Treppenhaus, wo in der Mitte wieder so ein Ding mit Lava unten ist. Quasi wie fast ähnlich. Was? Die Treppe verschwindet hinter mir. Und unter mir ist Lava. Oh mein Gott, ganz schnell hoch. Oh Gott, hier ist ein Kreuz mit Symbolen drauf. So mit Viereck und Dreieck und... Ach, ich hab grad gesucht. Toll, hab mich eingesperrt. Hier tickt irgendwas. Oh oh, ich glaube, wir müssen jetzt ein Rätsel auf Zeit lösen. Meine Treppen verschwinden. Ich fall sonst in die Lava. Okay, wir haben eine... was hast du gesagt? Hast du ein... Also ich habe jetzt so quasi so ein Christi-Kreuz, ne? Und da habe ich da Symbole drin. So zwei Dreiecke und so ein 1, 2, 3, 5 Eck, 4 Eck und noch ein 5 Eck. Und dann irgendwie so ein Kompass-Ding. Ja, Kompass habe ich auch. Mein erster Kompass zeigt nach oben. Meiner zeigt nach links. Aber ich kann mit dem nichts machen. Ich kann die drehen. Ah, okay. Meiner zeigt nach links. Okay, dann ist das, glaube ich, schon mal falsch. Was hast du noch für Symbole? Dann habe ich noch links und rechts jeweils ein Dreieck. Mit der dünnen Spitze jeweils nach außen. Nach links oder rechts? Ja, einmal links und einmal rechts, jeweils nach außen. Okay, dann passt das, glaube ich, auch nicht. Was hast du noch? Hm. In der Mitte von den zwei Dreiecken ist dann ein Fünfeck. Fünfeck. Ah, ich glaube, ich habe das jetzt gelöst. Beziehungsweise das Prinzip. Das wäre gut, weil meine Treppe verschwindet. Dezent. Oh, ich kann. Der Druck, weißt du doch. Ja. Hilfe. Kann ich hier irgendwo rausspringen? Nee, das ist falsch. Was passiert denn? Nein! Du hast die ganze Treppe weggemacht! Die ganzen Teile! Was hast du getan? Er will mich umbringen, ich wusste nicht schon immer. Okay, ich bin tot. Ich hab da sechs so eine blöden Kistendinger gehabt.
Das Spiel ist ganz lustig. Pass auf, wo du hintrittst. Da war nichts mehr zum Hintreten. Nur weil du nicht in Lava schwimmen kannst. Wer soll das auch können? Ja, so, was ist jetzt hier? Kann ich... Ja, Ritual vorm Checkpoint. Ja, dann mach doch. Hallo? Muss ich irgendwas drücken? Weiß ich nicht. Hier ist nichts zum Drücken. Ah, okay, jetzt hat er 2 von 2 gemacht. Okay. Das war wohl ein Ladebildschirm ohne Ladebalken oder so. Okay, ich bin wieder auf dem Weg. Dann war es wohl nicht das, was du rausgefunden hast. Aber du hast mir auf einmal auf Schlag irgendwie 10 Treppenstufen oder so weggezogen. Ja, habe ich schon was falsch gemacht. Was denn? Weil ich falsche Antwort hatte da. Quasi. Okay, ja, warte. Ich renne wieder hoch zu dem Dreieck. Oder zu dem Kreuz, besser gesagt. Okay, ich bin da. Jetzt sind die Symbole anders. Oben habe ich jetzt ein 5-Eck. Also das 5-Eck hat aber oben einmal die Spitze und unten die gerade Linie. Vielleicht ist das für dich auch wichtig. Dass es quasi so gerade steht. Nö, du hast dann nichts. Okay. Dann habe ich von meinem Kreuz links den Kompass. Wieder mit der langen Spitze nach links. Wie zeigt der blöde Kompass nach oben? Ja, ich denke, du kannst sie drehen. Ja, aber ich kann nur quasi ist wie so ein Würfel, weißt du? Na gut, vielleicht ist es auch egal. Und da habe ich halt die ganzen Symbole, die du mir sagst. Nur, ich glaube, du musst die Würfel zusammenbasteln. Das ist dann bestimmt so eine Würfelanleitung. Weißt du, so damals aus der Schule, wo man die Symbole gebastelt hat, dann das so zusammengefaltet hat und dann so zusammengeklebt. Dass man einen Würfel hatte. Aber wie soll ich den zusammenbauen? Ich habe hier zwar... Nee, das musst du ja im Kopf machen quasi. Also du musst auf einer Seite das 5-Eck haben. Dann musst du dann auf einer Seite halt eben den Kompass haben. Dann 2x3 Ecke. Achso, genau. Unten vom Würfel müsste ein 3-Eck sein und oben auf dem Würfel ein 5-Eck. Und dann an den Seiten einmal 4-Eck, einmal 3-Eck, einmal 5-Eck und einmal Kompass. Oh, sind alle Würfel da? Ich hab noch keinen Plan. So, Dreieck. Noch 3 Stufen, dann bin ich wieder tot. Ich weiß nicht, wie ich das immer mache. Dieser Kompass ist ausschlaggebend. Das glaube ich nicht. Dass der anzeigt, welche Richtung die Symbole gehen. Tot. Aber gut, dann machen wir das nächste Woche. Ja. Nächste Folge. Da haben wir uns einen Knackpunkt ausgesucht hier. Ja, da bist du jetzt mal gefragt. Ja. Oder du musst mir halt eben beschreiben, wie es bei dir aussieht oder so. Keine Ahnung. Ja. Weil ich kann dir sonst nicht wirklich helfen. Ich kann dir nur die Symbole sagen. Ja, ich habe leider nur so einen Drehwürfel mit lauter Symbolen links und rechts. Ich kann den Würfel in alle Richtungen drehen. Und dann habe ich noch mehr davon. 6 Stück sind das. Nee, 7. 7 Stück insgesamt. Ich kann ja, den Würfel auch. Und ja. Einen in die Mitte packen und dann ist deine Treppe weg. Okay. Naja, aber hä? Ja gut, ja, wenn es der falsche Würfel ist, ne? Dann ist die Treppe weg. Ja, du musst genau den Würfel nehmen, auf den die Symbole passen. Die ich dir sage. Ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll. Hattet ihr damals in der Schule keine Würfel gebastelt irgendwie?
Doch, nee, du musst mir dann einfach sagen, wenn dein Kompass, in welche Richtung der Pfeil zeigt, quasi, was für ein Symbol daneben ist. Ja, hatte ich ja schon gemacht, jetzt zweimal. Nee. Ja, doch. Ich habe dir zweimal mein Dreieck, mein Kreuz beschrieben. Ich habe falsch gedacht. Jetzt weiß ich, was du meinst, auf jeden Fall. Aber das kriegen wir auf jeden Fall nächste Folge raus. Ja, ich denke doch. Alles klar, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.